Kennst du das? Du bist viel unterwegs, wirst dementsprechend häufiger auswärts essen, hast aber auch einen Bauch, den du loswerden willst. Wie kombinierst du das Ganze also, damit du immer noch auswärts essen kannst, aber auf der anderen Seite auch langsam deinen Bauch los wirst? Die Lösung erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Fabian Pietz, ich bin Fitness- und Performance-Coach und habe mittlerweile schon über 120 Vielbeschäftigten 1:1 gezeigt, wie sie es schaffen, trotz stressigem Alltag ihren Traumkörper erreichen zu können. Kommen wir zum Punkt. Es geht darum, wie du auch beim Restaurantbesuch dich abwechslungsreich, lecker ernähren kannst, ohne dass du jetzt auf alles verzichten musst. Was kannst du dafür also machen und auf welche Punkte musst du achten? Dabei gibt es 4 Themen, die wir heute ansprechen, die dich bis zum Ende des Videos erwarten. In welches Restaurant soll ich überhaupt gehen? Was kann ich als Vorspeise essen? Was ist eine optimale Hauptspeise? Und was ist eine gute Nachspeise? Wie soll ich überhaupt Kalorien tracken, wenn ich unterwegs bin? Brauche ich das überhaupt? All diese Antworten bekommst du jetzt. Das Problem beim Restaurantbesuch ist ja häufig, man ist unterwegs, man bekommt plötzlich Hunger, man sagt, ach komm, lass uns mal schnell irgendwo was essen. Und da kommt es auch häufig mal dazu, dass es dann auch schnell mal zu einem Döner wird, zu einem Burger, zu einem Imbiss, zu irgendwas Ungesundem. Manchmal geht es aber auch darum, dass ein festes Business-Dinner ansteht, wo schon die Karte vorgegeben ist und du jetzt überlegst, scheiße, was ist denn jetzt das Beste, was davon kann ich denn jetzt essen? Und dabei gibt es nur ein paar Dinge zu beachten. Kommen wir zur Restaurantauswahl. Ob du jetzt zum Italiener gehst, zum Mexikaner oder zum Chinesen, ziemlich irrelevant. Überall gibt es gute Möglichkeiten, wo du gutes Essen bekommst. Grundsätzlich zu empfehlen sind aber auf jeden Fall Steakhäuser. Und auch beim Asiaten kannst du beispielsweise ganz gute Essenskombinationen bestellen. Kommen wir zur Vorspeise. In den meisten Restaurants gibt es ja die klassischen Salate. Das Problem bei den Salaten ist, dass die Salate häufig ziemlich fettreich sind. Da gibt es dann mal eine Soße, die sich farblich kaum von der anderen unterscheidet, aber plötzlich doppelt so viel Kalorien hat. Wenn du eine Salatensoße bestellen willst, sorg dafür, dass in dem Salat gerne auch mal was Fleisch mit dabei ist. Ordentlich Obst und Gemüse oder vor allem Gemüse. Und im besten Fall eine Soße, wie beispielsweise jetzt eine natürliche Bio-Joghurt-Soße, die weniger Kalorien enthält. Als Alternativen, was immer sehr lecker ist, ist beispielsweise Tartar oder Carpaccio. Also in beiden Fällen einfach Fleisch und ein bisschen Gemüse dabei. Das trifft sich auch immer ganz gut und ist relativ sauber. Was du vermeiden solltest, ist beispielsweise was mit Brot oder irgendwas Frittiertes. Kommen wir zur Hauptspeise. Hierbei gilt es eigentlich nur 2 Dinge zu beachten. Zum einen, wie viel Nährstoff hat das Essen? Zum anderen, wie stark verarbeitet ist es? Und da können wir jetzt mal ein ganz simples Beispiel nehmen. Sagen wir mal, es gibt ein Mac and Cheese, also mit Nudeln überbacken, und es gibt ein Steak. Ganz simples Beispiel. Dann hast du das Steak, was quasi frisches Fleisch ist, was nur gebraten wurde, was sehr, sehr viele Nährstoffe enthält. Und auf der anderen Seite hast du Gluten mit wahrscheinlich nicht so hochwertigem Käse, stark zusammengebackt, vielleicht noch irgendwie stark verarbeitet. Auf jeden Fall nicht gesund. Entscheide dich also immer dafür, Lebensmittel aus erster Instanz zu nehmen, sodass der Verarbeitungsgrad so gering wie möglich ist. Das bedeutet nicht, du musst jetzt zwingend groß Fleisch essen, aber ein Steak ist auf jeden Fall eine bessere Alternative zu den Mac and Cheese. Schau, dass du am besten eine Mischung aus einer Kohlenhydratquelle, einer Proteinquelle und einer Fettquelle nutzt, dazu noch etwas Gemüse und dann bist du gut aufgestellt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du ein Steak isst mit Kartoffeln statt Pommes, dass du dazu noch etwas Grillgemüse isst und dann bist du schon ganz gut aufgestellt. Kommen wir zur Nachspeise. Darf man sich jetzt was gönnen? Was soll man als Nachspeise bestellen? Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Punkt 1. In vielen Restaurants gibt es als Nachspeise auch was Gesundes, beispielsweise einen Obstteller. So Sachen wie Kuchen, Eis oder weiteren Sachen würde ich nicht raten. Hat einfach zu viel Zucker, sorgt für Heißhunger, würde ich vermeiden. Wenn du auf der anderen Seite sowohl bei der Vorspeise als auch bei der Hauptspeise genug gegessen hast, wirst du gar keinen Appetit mehr auf Junkfood haben. Zusätzlich kannst du auch vor dem Restaurantbesuch noch etwas essen, was dich satt macht, sodass du auch beim Restaurantbesuch erst gar nicht das Verlangen danach spürst, am Ende noch mehr essen zu wollen. Ein Obstteller ist in einem Restaurant als Nachspeise auf jeden Fall eine gute Wahl, damit kann man nie was falsch machen. Bezüglich der Getränkewahl gilt, kein Alkohol und keine Zuckergetränke, ein frisch gepresster Orangensaft oder ein klares Wasser sind da einfach immer gute Wahlen, mit denen du nichts falsch machst. Oder auch ein Kaffee oder ein Tee. Kommen wir jetzt zum Thema Tracken, was auswärts natürlich schwierig ist. Angenommen, du hast jetzt einen großen Suppentopf, dann kannst du natürlich nicht jedes einzelne Lebensmittel daraus nehmen und auf die mitgebrachte Waage stellen. Und in manchen Fällen kann es auch unangebracht sein, jetzt mit einer Waage sein Essen abzuwiegen, wenn du beispielsweise auf einem Geschäftsessen bist. Was du allerdings machen kannst, ist folgendes. Angenommen, du willst abnehmen, dann kannst du deine Mahlzeit in deiner Kalorien-Tracking-App eingeben und 200-300 Kalorien extra nochmal oben Bonus draufrechnen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Ein 300-Gramm-Steak kann
kannst du ja zum Beispiel, musst du nicht abwiegen, sondern steht es schon dabei. 3x beliebig große Kartoffeln kannst du einschätzen und ein Glas Wasser brauchst du ja nicht tracken. Bedeutet, damit bist du eigentlich ganz gut dabei. Wenn du auf der anderen Seite zunehmen willst, würde ich dir empfehlen, lieber ein paar hundert Kalorien weniger zu nehmen als der Durchschnitt, der dir bei der ungefähren Portion angezeigt wird. Und dann bist du auf der sicheren Seite, dass du am Ende des Tages auf jeden Fall genug isst. Kommen wir zum Bonustipp. Was extrem hilfreich ist, wenn du auswärts essen bist, ist es einfach mal was Neues auszuprobieren. Nennen wir mal das Beispiel Tartar oder Austern beispielsweise. Das kommt wahrscheinlich in den seltensten Fällen vor, dass du zu Hause Austern hast. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch, du kennst dich auf jeden Fall aus. Austern ist ja eine Meeresfrucht, die besonders nährstoffreich ist, die dafür sorgt, dass du unter anderem auch den Testosteronspiegel gut steigern kann. Also, ich sehe, wie du gerade schon in deiner Notizliste sagst, hey, hier nächstes Mal einkaufen, Austern einkaufen oder bestellen. Deshalb, probier auch mal neue Dinge aus. Ess nicht immer das klassische Steak, hol nicht immer die klassischen Nudeln, die du generell vermeiden solltest, sondern sei auch mal experimentell und nutze auch mal die Lebensmittelvielfalt in solchen Restaurants. Oder bestell dir mal einen besonderen Fisch, einen Rotbarsch oder so. Kommt mir jetzt gerade spontan in den Sinn. Deshalb, sei auch da experimentell, probier mal was Neues aus und lass dich überraschen von der kulinarischen Vielfalt. Ich hoffe, du konntest was aus dem Video mitnehmen. Wenn du das bei jedem Restaurantbesuch umsetzt, würde es dir leicht fallen, dich auch auswärts gesund zu ernähren und beim Restaurantbesuch nicht auf alles verzichten zu müssen und dennoch in deinem Bauch loszuwerden und nachhaltig in Form zu kommen. Wenn du mehr dazu wissen willst, wie du in deiner Situation deine persönlichen Ziele erreichen kannst, trotz stressigem Alltag, wenn du eben einen fitten Körper haben willst, dann trag dich jetzt über den Link in der Bio für ein kostenloses Erstgespräch mit dir ein. Dort finden wir gemeinsam heraus, ob und wie ich dir in deiner Situation weiterhelfen kann und wie wir es schaffen, dich persönlich in deine Bestform zu bringen. Ich danke dir für deinen Support, stell deine Fragen gerne in den Chat unterhalb des Videos und ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.